Hallo Leute und willkommen zurück zu dieser Videoreihe, in der ich ein weiteres Mal die Tudor Fu Serie schaue und jede Staffel in einem einzelnen Video bespreche. Dieses Mal geht es um die erste Darkness Staffel. Diese hatte ich ja damals, also beide, Darkness und Darkness 2, hatte ich ja beide damals ein Video gegen gemacht und gesagt, dass mir die gar nicht so gut gefallen hatten und ich die sogar ziemlich scheiße fand. Und ich kam dann natürlich auf die Idee zu sagen, okay, ich schaue das Ganze nochmal, ich schaue die erste Staffel, dadurch schaue die zweite Staffel und schaue jetzt die dritte Staffel, um einfach zu schauen, ist es wirklich so scheiße, wie ich es in Erinnerung habe. Vorab kann ich sagen, nein, ist es nicht. Es ist wesentlich besser, als ich es in Erinnerung habe. Die erste Folge führt die neue Story direkt richtig gut ein, denn Momo und Nana sind jetzt auch in der Schule und außerdem merken wir auch sofort in der ersten Folge, dass der Fokus hier auf Momo liegt. Und generell schafft es die erste Folge auch, die restliche Story ziemlich gut einzuführen. Wir sehen alle wichtigen Charaktere, die wir aus den anderen Staffeln kennen und sehen, wo sie gerade stehen, was sie gerade machen und ja, bekommen einfach ein gutes Bild davon, wie so gerade die Lage ist und haben dann auch ein Gespräch zwischen Momo und Rito, wo sie auch direkt sagt, okay, das ist mein Plan, Haremplan, das will ich machen. Das ist jetzt also das Ziel der Serie für Momo. Das ist sehr, sehr gut. Außerdem sehen wir Nana, wie sie auf Mea trifft. Mea ist einer der neuen Charaktere aus Darkness. Und wir haben so, deren Beziehung wird so angefangen. Es wird so ein Mysterium um Mea direkt in der ersten Folge aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr gut und macht Bock auf Mea. Außerdem fällt beim Schauen der ersten Folge auf, dass wir jetzt nicht wieder diese Dreierstruktur haben, wie wir sie in Moto Tour de Flur hatten, sondern wir wieder normal lange Folgen haben. Was ich schön finde, weil das fand ich ja in Moto Tour de Flur nicht so gut. Hier ist es wieder normal, das ist sehr, sehr schön. Was auch sehr, sehr schön ist die Umstellung der Story. Tatsächlich, das, was ich in meinem Video damals kritisiert habe, ist gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe. Wir haben jetzt nämlich den Fokus gewechselt und sind so ein bisschen weg von Rito versucht, irgendwie die Beziehung mit Lala und Haruna irgendwie hinzukriegen. Davon sind wir jetzt ziemlich weit weg und das kommt auch wenig vor. Generell Lala und Haruna kommen sehr, sehr wenig vor in Darkness. Sondern wir haben jetzt den Fokus eher auf Momo und Rito, vor allem auf Momo, weil wir das meiste tatsächlich aus ihrer Sicht sehen, die versucht, an Rito ranzukommen, beziehungsweise plant sie mit Rito einen Harem aufzubauen, weil sie der Meinung ist, das ist die beste Lösung für Rito, weil sie hat gemerkt, anders als Rito, der es ja immer noch nicht richtig checkt, hat sie gemerkt, okay, hier stehen wirklich sehr viele Leute auf Rito, also sehr viele Mädchen wollen irgendwas mit Rito anfangen, da wäre doch die beste Möglichkeit einfach zu sagen, okay, Rito startet einen Harem, denn er ist ja der Anwärter auf den Thron von Divi Luke, also diesem Weltraum-Imperium, kann ich mal sagen. Und laut Momo ist es im Weltall, vor allem für solche Herrscher, ganz normal, dass sie auch ganz viele Mädchen haben, auf die sie stehen und mit denen sie zusammen sind, sage ich mal. Also einen Harem haben. Und das ist ihr Plan. Sie möchte Rito irgendwie dazu bringen, dass er diesen Harem führen kann. Aber auch die Mädchen immer mehr so in ihren Haremplan mit einbinden und so in die Richtung bringen, dass sie auch diesen Haremplan zustimmen würden. Weil natürlich müssen alle auch zustimmen und sagen, ja, okay, wir machen das und wir fangen ein Harem an. Außerdem finde ich es auch gut, dass man hier den Charakter Momo genommen hat, weil ich habe es, glaube ich, schon im letzten Video gesagt, Momo ist mein absoluter Lieblingscharakter dieser Serie. Und da freue ich mich als Fan von Momo natürlich, dass Momo im Fokus ist und Momo auch viele Momente mit Rito zusammen hat. Auch mit anderen Charakteren, aber halt auch viele Momente zwischen denen ist. Weil zum Beispiel als Rune-Fan kann ich sagen, wird man ja gar nicht so abgeholt, weil die kaum vorkommt. Als Momo-Fan schon. Außerdem finde ich dieses ganze Drumherum mit Momo auch ziemlich gut geschrieben. Denn Momo sagt zwar, dass sie diesen Haremplan macht, weil sie es für die beste Möglichkeit hält, für Rito und für die anderen, dass sie ein glückliches Leben führen. Aber was sie immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, ist, dass sie ja auch Teil dieses Harems sein möchte. Und das eigentlich nur macht, weil sie genau weiß, okay, ich stehe total auf Rito, aber bin ja irgendwie für ihn nur die Nummer 3 mindestens. Bin ich nur die Nummer 3. Also Lala steht ja auf jeden Fall schon mal über ihr und Haruna steht auch auf jeden Fall schon mal über ihr. Das heißt, eigentlich ist sie, wie gesagt, wenn überhaupt Platz 3 für Rito, weswegen sie sagt, okay, um irgendwie an Rito ranzukommen, tue ich halt so, als würde ich für ihn diesen Haremplan gestalten, aber eigentlich tut sie es hauptsächlich für sich, damit sie irgendwie Rito näher kommen kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant und eine tolle Motivation für den Charakter. Was man in Darkness deutlich merkt, ist der Tonumsprung. In Moto Tour de Flur habe ich ja gesagt, dass der Ton so langsam eher in Richtung Ernsthaftigkeit geht, aber nicht doll genug. Und ich muss sagen, in Darkness haben sie das jetzt auf ein Level gebracht, das mir sehr gut gefällt. Dialoge zwischen Charakteren, ernste Dialoge zwischen Charakteren, die wirklich Charaktereigenschaften von anderen besprechen oder wirklich zum Teil sehr interessante oder auch traurige Hintergrundstories offenbaren, kommen immer öfter vor und sind auch wirklich interessant und sind nicht so wie in Moto Tour de Flur, dass man sagt, ja okay, das ist jetzt gerade so okay, dass ich ernst nehmen kann. Hier ist es wirklich, dass man die Story teilweise total ernst nehmen kann, was ja für so ein Harem-Blödsinns-Anime nicht üblich ist. Der Anime hat trotzdem noch diese komischen, dummen Momente
und viele von diesen Edgy-Szenen, die sollen ja auch drin sein. Die sind hier aber wenigstens wieder besser als im Moto-Turfu. Ich finde, hier in Darkness sind die meisten der Momente nicht so krass gezwungen, oder wenn sie es sind, sind sie wenigstens vernünftig umgesetzt, dass ich sage, ja okay, wenn man solches Zeug mag, dann kann das einem gut gefallen, denn es ist gut umgesetzt für das, was es ist. Ich finde, im Laufe der Serie sieht man auch immer wieder schöne Details, wie zum Beispiel, dass es oft vorkommt, dass ein Charakter irgendein Buch liest und da dann das Cover des Mangas von dem Anime drauf ist. Oder wir sehen einen Bus an der Kamera vorbeifahren und auf den sind dann die Tool-of-Fu-Charaktere drauf. Das sind schöne Details, die gefallen mir sehr gut. Was auch gut umgesetzt ist, ist tatsächlich diese düstere Story um Nemesis, Yami und Mea. Die finde ich hier wirklich stark geschrieben. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass Nemesis so im Hintergrund gelassen wird. Erinnert mich so ein bisschen an Voldemort aus Harry Potter, weil man immer so ein Mysterium hat, die ist immer im Hintergrund und man hört immer so, man sieht ja mehr, was sie so macht, und sie ist ja schon ziemlich bedrohlich für unsere Charaktere. Und ich finde es spannend zu hören, dass mehr ja eigentlich nur so ein Handlanger ist von dem eigentlichen Bösewicht und wir den immer nur so hier und da mal sehen in ein paar Gesprächen, so im Hintergrund. Das finde ich einen guten Aufbau für diesen Bösewicht. Und wofür ich Darkness auch sehr loben muss, ist, dass es das Beste an Tool of Fu, nämlich die Charaktere, die ich ja selbst im Moto Tool of Fu total toll fand, nimmt und die gut weiterentwickelt und denen starke Momente gibt. Wir haben ganze Folgen, die sich hauptsächlich um die Beziehung zwischen Yui und Rito drehen. Das fand ich richtig, richtig gut. Die Folge ist auch ziemlich, ziemlich gut. Hat ein bisschen dumm Fanservice wie alles. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht so oft erwähnen, weil es ist eigentlich klar. Das ist so wie so ein Schatten, der über dem ganzen Ding liegt. Das ist ja dieser dämliche Fanservice manchmal. Der hier, wie gesagt, aber gar nicht so störend ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und in dieser Folge wirklich richtig gute Momente zwischen Yui und Rito. Richtig toll geschrieben. Auch Yui hier mal ein bisschen weiterentwickelt. Das finde ich gut. Und ja, die Charaktere werden hier einfach nicht so verschwendet. Auch die neuen Charaktere. Gut, Nana und Momo sind jetzt nicht neu, aber die werden ja jetzt erst so richtig wichtig in der Story. Und die finde ich so stark. Ich finde Momo natürlich sowieso richtig gut, habe ich auch gesagt. Aber auch Nana ist ein total toller Charakter, wird super weiterentwickelt, hat doch einen total starken Moment mit Rito. Ich meine, gut, wir haben fast mit jedem Charakter so eine Szene, wo das ist der Moment, in dem sich jetzt auch dieser Charakter in Rito verliebt hat. Gut, das haben wir hier, das haben wir auch wesentlich zu oft. Ich finde es ein bisschen anstrengend, dass wirklich jeder Charakter auf Rito stehen muss. Ich weiß, Harem-Anime, ich verstehe, dass das so sein soll. Mich stört es aber, weil viele diese Beziehungen, also so ziemlich alle diese Beziehungen wahrscheinlich im Sand verlaufen werden und gar nichts damit gemacht werden kann. Das ist schade, aber ich mochte diese Momente zwischen Rito und Nana total gerne. Und die Serie ist wirklich voll mit diesen Momenten. Mit richtig toll geschriebenen, schönen Momenten zwischen den Charakteren, aber auch richtig düstere und ernste Gespräche mit zum Beispiel Yami. Das finde ich nämlich auch gut. Es wird diese alberne Prämisse von Yami genommen, dieses so, haha, ich bring dich um, aber ich bring dich nicht wirklich um, wurde genommen und daraus wirklich einen Charakter-Arc geformt und wirklich gesagt, okay, das ist jetzt wirklich das, wie Yami ist. Und das ist wirklich so ein Zwiespalt, den sie hat, dass sie ja eigentlich den Auftrag bekommen hat, Rito umzubringen und auch abgesehen davon ja sowieso eine Auftragskillerin ist. Und sie ja sowieso noch obendrauf nicht nur eine Auftragskillerin, sondern auch eine Waffe ist, also eine erschaffene Waffe, die wirklich nur dazu da ist, zu töten. Und die so einen Zwiespalt in sich hat, dass sie einerseits sagt, okay, irgendwie dieses Leben mit den ganzen Freunden, die ich hier habe, mit diesen ganzen Aliens, aber auch den Menschen, die ich hier getroffen habe, ist schön. Vor allem meine Freundschaft zu Mikan, die gefällt mir. Andererseits will ich aber auch irgendwie meinem eigenen Selbst gerecht werden und die Waffe und Auftragsmörderin sein, die ich eigentlich sein sollte. Und dieser Zwiespalt, der dann auch noch von Mea und Nemesis bestärkt wird, ist richtig, richtig gut. Vor allem kommt dann am Ende noch so ein Charakter dazu, der das Ganze auch nochmal in eine andere Richtung dreht, weil wir haben dann so eine Ziehmutter von Yami, die sie von früher kennt, bevor Yami wusste, okay, ich bin eine Waffe und ich bin eine Mörderin. Davor kannte sie diese Frau und die kommt jetzt wieder, nicht, was heißt wieder, sie kommt jetzt auf die Erde und wird Lehrerin in der Schule. Yami geht sofort aus der Schule raus und ist wieder dieser etwas düstere Charakter, der sich vor den anderen verschließt und die Gefühle irgendwie nicht ausdrücken kann und das auch gar nicht möchte. Sie hat Angst vor diesem Konflikt und das ist so gut geschrieben. Das ist richtig ernstzunehmender Shit und das gefällt mir verdammt gut hier. Was ich auch recht stark fand, war, wie Geschwister in dieser Serie geschrieben wurden, also hier in dieser Staffel. Einerseits Nana, Momo und Lala. Wir haben diese beiden Zwillinge, Nana und Momo, und wir haben ja noch die große Schwester Lala, und wir haben so eine schöne Backstory dazu erklärt bekommen, dass Lala zwar immer so ein bisschen tollpatschig wirkt und so ein bisschen albern und dämlich, dann aber im Endeffekt trotzdem so Charaktereigenschaften durchschauen kann und dann ihren beiden Schwestern hilft, wenn die mal wieder Stress haben
und den Stress auf sich selber abzählen lässt, damit die beiden keinen Ärger bekommen. Und solche Momente fand ich toll. Und auch Momente zwischen Rito und seiner Schwester, also Rito und Mikan, fand ich total klasse. Ich fand auch schön, wie man gesehen hat, was so deren Geschichten von früher sind. Wir hatten ja so ein bisschen sowas auch schon in Moto to Love Ru mit dieser Weihnachtsgeschichte. Und hier wird das noch ein bisschen weitergeführt. Und wir sehen, wie gut Rito sich immer um Mikan gekümmert hat. Und ich finde das toll, dass man sagt, okay, unter all diesen Mädchen, unter all diesen Beziehungen und Freundschaften, die Rito hat, ist für ihn immer noch seine Schwester am wichtigsten. Und das finde ich stark. Leider hat diese Staffel nicht nur solche Momente. Zum Beispiel gab es Folge 11, die zwar richtig gut anfängt, weil wir haben da so ein Gespräch zwischen Yami und... Alter Yami, ich blende das hier ein, dann wisst ihr, wen ich meine. Ich weiß den Namen gerade nicht. Das ist ja diese Mutter da, von der ich geredet habe, von Yami. Die haben ein ganz, ganz tolles Gespräch. Sehr, sehr ernst. Und dann gibt es so einen Aufbau zu einem Kampf in der Folge ein bisschen später, der dann einfach in dummen Fanservice endet. Was ich schade finde. Das wird oft gemacht in dieser Serie, dass gesagt wird, oh, ein Kampf, aber den machen wir nackt und den machen wir albern. Das ist noch so ein bisschen, was in dieser Serie fehlt. Weil so richtig krasse Kämpfe würden das Ganze noch aufwerten. Ich meine, die Serie ist eh ab 16. Dann lass doch mal da die Charaktere vernünftig kämpfen. Gut, wenn du sagst, okay, wir möchten nicht, dass mehr andere Leute verletzt, weil wir wollen, dass sie so netter Charakter noch irgendwie bleiben, warum auch immer. Okay, baut vielleicht andere Gefahren ein, aber lass da Leute kämpfen. Lass da Leute vielleicht doch mal ein bisschen brutaler sich verletzen, weil die Serie ist, wie gesagt, eh ab 16. Dann könnt ihr auch sowas damit einbauen. Und natürlich, ich habe es jetzt über dieses Video schon öfter mal erwähnt, aber mir gefällt in dieser Staffel einfach der Momo-Fanservice. Und mit Fanservice meine ich in diesem Falle nicht die ganzen edgy Szenen mit Momo, sondern generell, wie viel Momo zu sehen ist. Vor allem die letzte Folge, also Folge 12 der Staffel, ist nochmal so richtig okay. Wir wollen nochmal alles, was wir mit Momo irgendwie machen können, reinhauen. Wir haben zum Beispiel so einen Fanclub, der sich um Momo aufbaut. Ich sag mal so, wenn man Momo als Charakter mag und so vielleicht sogar so ein bisschen sagt, okay, das ist eine Person, die würde ich auch in echt total gern mögen, kann man das richtig gut nachvollziehen. Zum Beispiel dieser Fanclub, gut, der ist albern und, also nicht albern im Sinne von, der ist cool in der Serie, der ist jetzt nicht so nervig oder so, aber die sind natürlich, die selber sind natürlich ein bisschen crazy, diese Leute, die da mitmachen, aber man fühlt das trotzdem so ein bisschen mit, weil die alle so sehr Momo mögen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt einen Fanclub machen, weil so kommen wir eh nicht an die ran, also machen wir einen Club um Momo und wollen die so beschützen und kein Junge darf mit ihr reden, nur Fanclub-Mitglieder dürfen mit ihr reden und wir müssen dafür sorgen, dass es Momo gut hat und so, aber wir wollen gleichzeitig auch in Momos Nähe sein. Fand ich cool. Dann haben wir in der gleichen Folge auch noch so ein bisschen Momos Verzweiflung, sag ich mal, gesehen, also so gegen Anfang der Folge sieht man, wie Momo gar nicht damit klarkommt, dass sie noch nicht richtig an Rito rangekommen ist und sie sich so sehr wünscht, irgendwie mehr mit Rito machen zu können und mehr mit Rito zusammenkommen zu können. Das ist total toll, wenn man das gut nachvollziehen kann. Und diese ganze Folge ist noch einmal so ein richtig großer Momo-Fanservice, der noch hinten dran geklatscht wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und am Ende haben wir nochmal so einen ganz interessanten Charaktermoment mit Momo, wo Momo dann Rito in eine Situation bringt, in der er eigentlich nicht entkommen könnte. Wenn sie das wollte, hätte sie mit ihm machen können, was sie will. Also sie hätte mit ihm schlafen können, sie hätte sonst was mit ihm machen können. Aber sie zögert. Zwei Staffeln lang wird aufgebaut, dass sie total das perverse Mädchen an sich ist und mit Rito sofort alles machen würde, wenn er nur ja sagen würde. Und dann kommt es zu einer Situation, wo es tatsächlich so kommen könnte und sie kneift. Und das fand ich auch einen guten Moment. Das fand ich sehr schön zu sehen, dass selbst Momo, die eigentlich so, sag ich mal, perfekt in ihrer Rolle wirkt, also so, oh, ich schaffe meinen Plan hier, ich weiß genau, was ich will Rito ins Bett kriegen und ich will hier diesen Haremplan will ich umsetzen. Und dann in dem Moment, wo es dann wirklich mal in diese Richtung geht, ist sie so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Ist ein schöner Moment mit Momo. Was ich auch positiv hervorheben kann, sind die Animationen, die hier nochmal wieder ein bisschen besser sind als in Moto to Love Ru. Vor allem halt in den Edgy-Szenen, habe ich ja schon erwähnt, dass die einfach besser aussehen. Aber auch generell ist der Look einfach nochmal ein bisschen farbenfroher, ein bisschen vernünftiger animiert. Gefällt mir gut. Also so eine schöne Entwicklung bei den Animationen kann man hier zwischen den Staffeln auf jeden Fall sehen. Was bei dieser Staffel auch ein bisschen wieder da ist, ist, dass man manche Sachen nicht checkt, wenn man die Overs nicht gesehen hat. Ist aber hier wesentlich weniger schlimm. Also Moto to Love Ru versteht man ja eigentlich fast gar nicht, wenn man die OVAs nicht gesehen hat. Also wo da dieser Übergang ist von Staffel 1 zu Staffel 2. Aber Moto to Love, also der Übergang von Moto to Love Ru zu Darkness 1, der funktioniert noch ganz gut. Ist natürlich trotzdem schade, dass hier auch wieder OVAs fehlen. Was dafür aber wieder gut ist, ist die Musik der Staffel. Mir gefällt es, dass noch alte Themen
immer noch benutzt werden, natürlich weniger, weil vor allem sich sowieso der Fokus der Story geändert hat und jetzt Musik von Lala, die ja viel gespielt wurde, in der ersten Staffel jetzt zu nutzen, macht irgendwie keinen Sinn, weil Lala kommt ja kaum vor. Deswegen hat man gesagt, okay, wir machen diese Musik ein bisschen Hintergrund, machen neue Lieder, die auch sehr gut sind, die auch sehr viel ernster jetzt sind, macht ja auch Sinn, wenn die Story sich so in diese Richtung entwickelt, dass die Musik jetzt auch ein bisschen ernster wird, ist aber sehr, sehr gut und vor allem das Intro ist so geil. Dieses Intro ist richtig, richtig nice, noch nicht das beste Intro der Serie, aber schon richtig, richtig gut. Und das Outro ist fantastisch. Das Outro ist wirklich das beste Outro der ganzen Serie. Ich find's richtig, richtig geil. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass die Jokes wieder ein bisschen mehr und besser werden. Es wird nicht so krass albern wieder wie in Staffel 1 oder so nervig dämlich wie in Staffel 2, sondern es ist so eine recht gute Mischung. Gut, ich hätte mir vielleicht sogar ein paar mehr Jokes tatsächlich gewünscht, dass es doch ein bisschen lustiger ist, um das Ganze aufzulockern. Halt statt den edgy Szenen lieber ein paar Jokes einbauen. Ich weiß, viele finden das witzig, aber ich finde diese edgy Szenen nicht witzig. Ich hätte mir da richtig geschriebene Jokes, hätte ich mich mehr darüber gefreut. Trotzdem ist die Serie wieder mehr in diese Richtung Witz gegangen und auch gut. Also ich hatte ein, zwei richtig nette Lacher bei der Staffel. Das ist also eine gute Entwicklung. Was keine so gute Entwicklung ist, ist der Charakter Rito, der sich irgendwie kaum weiterentwickelt. Also was ich zwar da gehört habe in der, ich glaube, das war diese Staffel, könnte auch Darkness 2 sein, aber es macht keinen Unterschied, weil es war dann am Anfang von Darkness 2, weil bei Darkness 2 bin ich jetzt irgendwie bei Folge 3, 4 oder so, dass Rito ja jetzt schon mit Mädchen reden kann und am Anfang das gar nicht konnte. Und wo ich mir denke, ja gut, also er sieht jetzt nackte Mädchen seit 3 Staffeln und er kommt damit immer noch überhaupt nicht klar und es ist wirklich nervig, vor allem die neue Stimme, weil wir haben da schon diese edgy Stellen, die ja schon wirklich nur so halb gut sind und so ein bisschen anstrengend manchmal sind. Und dann haben wir auch noch Rito, der in diesen edgy Szenen drin sind, der da sitzt und die ganze Zeit und das ist dann doch nicht so geil, es nervt. Und generell, das Rito ist einfach, an manchen Stellen ist Rito so geschrieben, dass er so voll der krasse Typ ist und voll der Checker und der checkt genau, was so in den anderen Leuten abgeht und kann mit denen richtig gut umgehen. Und in anderen Szenen ist er dann voll der Nullchecker, versteht überhaupt nicht, dass Leute auf ihn stehen. Hä, was, Mädchen stehen auf mich? Das hätte ich mir ja nie erträumen können. Ja, natürlich stehen Mädchen auf dich. Das wurde schon längst gesagt. Immer mal wieder sagt dir auch jeder und zeigt dir auch jeder. Du checkst es einfach immer noch nicht. Das ist nervig, genauso wie das Rito dann an manchen Stellen einfach nicht checkt, was Charaktere wollen. Und dass er so albern und dämlich reagiert, das ist auch nervig. Zumal mir auch diese Beziehungen nicht gefallen, in denen, also zum Beispiel bei Yami und Rito, dass dann immer noch, wenn Rito in irgendwelche unangenehmen Situationen gerät, wo er offensichtlich nicht verschuldet hat und die Charaktere das auch wissen können. Also sie sehen ja, was passiert ist. Es ist nicht so, dass er aus dem Nichts kommt und irgendwen umrempelt, wo die Mädchen vielleicht sagen können, okay, also für mich sah das so aus, als hätte er mich hier wieder anfassen wollen. Sondern es ist offensichtlich, dass er nicht für diese Situation verantwortlich ist. Und auch wenn es oft passiert, ist es doch immer wieder kacke zu sehen, wie dann alle gegen Rito sind. Das mag ich einfach nicht. Ich finde es, mir tut dieser Junge einfach leid in diesen Situationen. Das ist dann auch nicht mehr witzig. Es ist ein, zwei Mal ist das witzig, aber nicht die ganze Staffel über. Alles im Einen kann ich also sagen, To Love Through Darkness ist verdammt gut. Ich finde es ein bisschen schwer, das hier in diesem Video rüberzubringen, weil vor allem bin ich nicht gut in Sachen merken. Das heißt, ich kann jetzt nicht so viele gute einzelne Momente raussprechen. Ich kann aber sagen, beim Schauen hatte ich ein total gutes Gefühl. Man muss das einfach, vor allem als Fan der Serie, es geht auch, wenn man kein Fan ist der Serie, und es geht auch, wenn man die anderen beiden Staffeln nicht gesehen hat, weil so viel Wichtiges fehlt einem da gar nicht. Aber vor allem als Fan der Serie und als Fan der Charaktere wird man hier absolut bedient. Also alle Charaktere, die vorkommen, haben wenigstens ein, zwei tolle Momente. Und wer die neuen Charaktere wie Mea, Nana und Momo mag, der kommt absolut auf seine Kosten und es sind super tolle Momente. Also kann ich sagen, Darkness, du hast mich überzeugt, du bist doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Über Darkness 2 reden wir im nächsten Video. Kann sein, dass ich da dann doch nochmal eher in die negative Richtung gehe. Werden wir dann sehen. Darkness 1 kann ich aber absolut empfehlen. Tolle Fortsetzung von dem Rest. Und dann würde ich sagen, bin ich fertig mit dem Scheiß hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann würde ich sagen, ciao.